Wenn es etwas gibt, was ich versuche, konsequent zu vermeiden und nicht auszusprechen, ist es Cringe. Fünf Buchstaben, die ich wahrscheinlich nicht einmal richtig aussprechen kann. Die deutsche Übersetzung wäre irgendetwas wie fremdschämend, peinlich oder einfach nur komisch. Und welchen Schaden dieses Wort anrichten kann, ist bemerkenswert. Cringe wurde 2021 Jugendwort des Jahres und man hat es auch relativ oft gehört. Auch wenn der Gebrauch in den letzten Jahren eventuell etwas zurückgegangen ist, ist es trotzdem ein sehr universell einsetzbares Wort. Vielmehr wird das Wort zunehmend auch als komisch, anders oder merkwürdig eingesetzt. Oft bezeichnet man damit Menschen, die etwas ein bisschen anders als alle anderen machen. Und das ist das Problem daran. Das Video hier teilt sich in vier Abschnitte, weshalb das Wort Cringe so gefährlich ist und welchen Schaden es anrichten kann. Erstens, ich bin cringe. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt und eine Liste zusammengestellt mit Dingen, die ich mache, die andere Leute wahrscheinlich als cringe bezeichnen würden. Es ist ganz schön was zusammengekommen und darum schauen wir uns das jetzt mal an. Es beginnt, so dumm es auch klingt, bei dem Videospiel FIFA. Im Vergleich zum Großteil aller FIFA-Spieler halte ich persönlich gar nichts von Ultimate Team, weil man da sehr viel Geld ausgeben muss und leicht in eine Sucht verfallen kann. Ich persönlich spiele lieber einfach Offline-Karrieremodus, was mir persönlich viel besser gefällt und ich dadurch nicht abhängig bin, wie viel Geld ich dafür ausgebe. Aber hier würden die meisten FIFA-Spieler sagen, dass das merkwürdig ist. Genauso wie der nächste Punkt. Ich habe kein Netflix, ich schaue keine Filme oder Serien und gehe auch nur sehr selten ins Kino. Ich persönlich mag es nämlich nicht, in eine zumeist geskriptete Welt einzutauchen, aber ganz viele Leute mögen das halt und deswegen bin ich wahrscheinlich cringe. Drittens, im Gym. Im Vergleich zu all den anderen Leuten, die dort trainieren, bin ich eventuell komisch oder anders, weil ich eben nicht der breiteste dort bin. Eventuell bin ich aber auch komisch, weil ich mir keine teuren Markenklamotten kaufe, sondern lieber halt einfach Basics trage. Ich weiß es nicht. Und das ist ja überhaupt der komischste Punkt. YouTube oder allgemein Videos produzieren, weil das macht ja fast keiner. Und wer setzt sich bitte vor die Kamera und stellt das ins Internet? Am Abend dann aber 3 Stunden TikTok schauen von Menschen, die diese Videos produziert haben, das ist dann nicht mehr cringe. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch viele andere Beispiele aufzählen, die andere Leute eventuell an mir cringe finden würden. Ich weiß ja nicht genau, was die Leute jetzt cringe finden. Ich kann es eben nur vermuten. Aber warum ist es so schlimm, anders zu sein? Zweitens, jeder muss cringe sein. Wenn jeder Mensch nur dem Mainstream folgen würde und das macht, was als normal bezeichnet wird, dann entwickelt sich die Menschheit nicht weiter. Wenn um die Jahrhundertwende in den 1890er Jahren nicht einige Leute versucht hätten, erste Flugobjekte zu basteln und damit aufzusteigen, würde es niemals möglich sein, dass wir heutzutage um die ganze Welt fliegen können. Denkt ihr, dass diese ganzen Menschen, die die meiste Zeit ihres Lebens dafür geopfert haben, ein Flugobjekt zu basteln, als normal bezeichnet wurden? Ich glaube nicht. Und genau deshalb ist es eben so wichtig, manchmal anders zu sein und nicht auf die Allgemeinheit zu hören. Darum finde ich es sehr traurig, dass dieses Wort überhaupt zum Jugendwort des Jahres gemacht wurde. Das heißt, das Wort, was die Jugend am meisten verwendet hat, war einfach ein Wort, um andere Leute runterzumachen, weil sie eventuell nicht wie die Allgemeinheit handeln. Drittens, es gibt kein Cringe. Grundsätzlich ist es ja wichtig, dass wir auf die Meinungen von anderen Menschen hören und diese respektieren. Es ist wichtig, verschiedenste Sichtweisen zu einem Thema zu kennen und daraus auch zu lernen. Aber das Wort Cringe stellt meistens keine Meinung dar, sondern ist nur ein Wort, was dazu dient, andere Menschen runterzumachen. Wer setzt es überhaupt fest, was normal und was Cringe ist? Niemand. Es gibt keine gesetzlichen Grenzen, die festlegen, was Cringe, was komisch ist und was eben nicht. Und so sollte das auch keinen Einfluss darauf haben, auf das, was man machen will. Willst du so leben, wie du willst oder so, wie es der Allgemeinheit am besten passt? Willst du Spaß haben und die Dinge machen, die dir wirklich gefallen oder auf eine künstlich generierte Allgemeinheit achten, die dir dein Leben vorschreibt? Für mich ist die Antwort definitiv ersteres, aber das klingt nicht so leicht, wie es ist. Viertens, alles ist irgendwie cringe. Jetzt habe ich vorher gesagt, es gibt kein Cringe und jetzt sage ich, dass alles irgendwie cringe ist. Was ich damit meine ist, es wird immer Menschen geben, die irgendetwas zu meckern haben, egal was du machst. Stellt euch vor, diese Frau hat mehrere Millionen Euro an verschiedene Institutionen gespendet und es gibt trotzdem noch Menschen, die sich darüber aufregen. Und das wird es immer geben. Es gibt nichts auf dieser Welt, was irgendjemand nicht komisch finden würde. Ich könnte jetzt jedem meiner Abonnenten 10 Euro schenken und es wird trotzdem irgendjemanden geben, der sich darüber aufregt. Früher habe ich auch manchmal unter meinen eigenen Videos gelesen, ich sei cringe und sollte damit aufhören, Videos zu machen. Aber genau das ist es doch. Jeder ist, wenn er mit etwas
etwas beginnt, noch nicht wirklich gut. Unter solche Kommentare und Bemerkungen wird man darauf erst wieder aufmerksam gemacht und im schlimmsten Fall hört man dann eben dadurch wirklich auf. Das habe ich zum Glück nicht gemacht und darum kann ich jetzt 3 Jahre später über dieses Thema sprechen. Was hätte es mir gebracht, deshalb aufzuhören und jetzt etwas zu machen, was mir gar nicht richtig gefällt? Ich bin der Meinung, das Wort Cringe hat von jedem von uns bereits unser Leben bewusst negativ beeinflusst. Denkt mal darüber nach, welche Dinge wolltet ihr machen, habt es aber dann nicht gemacht, weil ihr euch gedacht habt, dass jemand anderer das als Cringe bezeichnen würde. Es gibt so viele Menschen da draußen, die ihre Taten und Ideen nicht umgesetzt haben, weil sie damit nicht der Allgemeinheit entsprechen würden. Wie weit wären wir heute, wenn niemand jemals als Cringe bezeichnet worden wäre? Jeder hätte das, was er machen will, auch wirklich umgesetzt. Auch wenn er damit nicht in das Allgemeinheitsbild passt. Eventuell wäre die Menschheit ja wesentlich weiter. Wir wissen es nicht. Und eine Frage will ich noch aufstellen, die du bitte ehrlich beantworten musst. Wann geht es dir besser? Wenn du das machst, was dir Spaß macht und was dir gefällt? Oder B, wenn du das machst, was du glaubst, du weißt es ja nicht, was andere Menschen eben nicht als Cringe bezeichnen würden. Bei mir ist es auch hier Ersteres. Und das ist genau das, was ich jedem, der das hier sieht, mitgeben will. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Man muss dazu auch manchmal seine Komfortzone verlassen. Aber wenn man nur das macht, was der Allgemeinheit passt, wird man erstens nicht glücklicher und zweitens wird es auch dann noch Menschen geben, die das trotzdem als cringe bezeichnen würden. Auch wenn du eben gezielt versuchst, nicht mehr cringe zu sein. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da. Hier sind noch 2 extra für dich ausgewählte Videos, die hast du sicher noch nicht gesehen. Also schau sie dir an, denn das Ganze hier ist sehr viel Aufwand.